Schmollend saß Elias auf der Strandliege, die Arme vor der Brust verschränkt, die Knie angezogen und das Kinn trotzig nach vorne geschoben, beobachtete er sie. Oh Mann, wenn er gewusst hätte, dass sein Papa tatsächlich einfach ohne ihn die versprochene Sandburg bauen würde, dann hätte er sich nie, niemals heute Morgen so aufgeführt. Obwohl, aufgeführt war wohl das falsche Wort. Er hatte seine kleine Schwester nur ein bisschen ärgern wollen. Nichts anderes als sonst. Wie hätte er auch ahnen können, dass die wegen so einer Kleinigkeit gleich so losheulen würde? Ja gut, zugegeben. Eventuell, vielleicht hatte er etwas zu fest an ihrer dünnen Zöpfe gezogen. Aber es sah auch immer so lustig aus, wenn sie dann den Kopf so weit wie möglich zu seiner Hand beugte, damit nur der Zug ja nicht zu feste wurde. Mädchen, pah! Wegen jeder Kleinigkeit heulen die immer gleich rum. Wobei, wenn er ehrlich war, dann hatte er heute mit Absicht etwas fester gezogen als sonst. Genau genommen, ziemlich fest sogar. Weil er so wütend auf sie war. Er wollte nämlich absolut nicht, dass Emily ihm beim lang geplanten Burgenbau dazwischen fuhrwerkte. Das war schließlich Männersache. Seit die Eltern entschieden hatten, den Sommerurlaub am Meer zu verbringen, planten sein Papa und er, wie die perfekte Sandburg aussehen sollte. Nie war die Rede davon gewesen, dass Emily mitmachen wollte. Im Gegenteil, all die Monate hatte sie sich nie dafür interessiert, wenn er und Papa stundenlang Pläne diskutierten, zeichneten, verwarfen und wieder neu planten. Heute Morgen am Frühstückstisch wollte Emily plötzlich unbedingt mitmachen. Auch das wäre ja vielleicht noch ertragbar gewesen. Aber dann kam der Knaller. Emily wollte doch tatsächlich ein Märchenschloss aus Sand bauen. Elias verzog bei der Erinnerung daran grimmig den Mund. Er wollte doch kein blödes Märchenschloss. Er wollte eine richtige Ritterburg mit Türmen, Zinnen und Wehrgängen. Mit großem Tor, Graben und Zugbrücke. Deshalb musste er unbedingt verhindern, dass Emily alles kaputt machte. Was bot sich also mehr an, als seine kleine Schwester so lange zu ärgern, bis die wieder mal laut losheulte? Zu Hause kam dann immer gleich Mama angerannt, nahm die Heulsuse in den Arm, schimpfte ihn ein bisschen und nahm dann Emily mit, um mit ihr zu malen, vorzulesen oder zu spielen. Doch hier im Italienurlaub galten scheinbar andere Regeln. Jedenfalls war es Papa, der angerannt kam. Als er in der Zimmertür stand und mit einem Blick erfasste, was los war, wurde Elias schlagartig mulmig im Bauch. Und als Papa ihn ärgerlich ansah, wurde ihm richtig schlecht. Doch bevor er etwas sagen konnte, griff dieser nach der heulenden Emily und nahm sie auf den Arm. Er strich ihr mit der freien Hand tröstend über den Rücken, während er beruhigende Worte in ihr Ohr murmelte. Nach kurzer Zeit war das Weinen in ein leises Schniefen und Hixen übergegangen. Eigentlich klang das lustig, doch Papas Blick war so düster auf Elias gerichtet, dass er den Kopf einzog und schwieg. Papas anschließende Worte klangen ihm immer noch in den Ohren. Er sprach von rücksichtslos und wie enttäuscht er von ihm, Elias sei. Das Schlimme daran, er hatte auch noch recht. Seine Worte taten weh, richtig weh, und Elias hatte schwer geschluckt. Doch er war einfach nicht fähig, sich zu entschuldigen. Stumm saß er da und starrte auf seine Hände, bis er Schritte hörte und die Tür hinter seinem Papa und Emily ins Schloss fiel. Und nun, Stunden später, saß er traurig und immer noch schmollend auf diesem blöden Liegestuhl neben seiner lesenden Mama, während sein Papa und Emily fröhlich lachend Sand in Eimer schaufelten und Stück für Stück ein Sandburg, ein Märchenschloss aufbauten. Ein tiefes Seufzen entkam Elias. Seine Wut war längst verflogen. Eigentlich war er nur noch traurig und fühlte sich mies, weil er seiner kleinen Schwester so schwer wehgetan hatte. Eine Hand auf seinen Arm riss ihn aus seinen trüben Gedanken. Seine Mama lächelte ihn an und nickte auffordernd in Richtung der beiden Schlossbauer. Zweifelnd blickte Elias auf die kleine Bautreppe. Sollte er? Oder lieber nicht? Noch bevor er sich entscheiden konnte, sprang seine kleine Schwester plötzlich auf und kam auf ihn zugelaufen.
Direkt neben ihm blieb sie stehen und lächelte ihn an. Emily griff sich seine Hand und fing an zu ziehen. »Jetzt komm schon, Elias! Hör auf zu schmollen und hilf mir! Ich brauch dich doch! Ohne dich macht es keinen Spaß!« Elias schaute sie verblüfft an. »Aber bist du denn nicht sauer auf mich?« Emily schüttelte heftig den Kopf. »Nö, nicht mehr! Aber jetzt will ich mit dir und Papa ein Schloss bauen!« Elias rümpfte die Nase. »Ein Schloss, hm?« »Ja, ein Schloss!« Emily zerrte erneut an seine Hand. »Aber ein Schloss mit Graben und Zugbrücke, sozusagen eine Märchenburg. Bist du dabei?« Seine kleine Schwester lächelte ihn so lieb an. Da konnte Elias einfach nicht mehr länger widerstehen. Mit einem Satz sprang er aus dem Liegestuhl und rannte los in Richtung Baustelle. »Na los, worauf wartest du noch? Zusammen geht es doch viel schneller. Schließlich soll unsere Märchenburg heute noch fertig werden.« Kurz blieb er stehen und wartete, bis Emily ihn eingeholt hatte. Dieses Mal ergriff er ihre Hand und lief etwas langsamer mit ihr los, zur Baustelle Märchenschloss. Zusammen würden sie es schaffen. Wozu hat man schließlich Geschwister?